Also die Geschichte zum Thema Menschsein, die kann ich jetzt natürlich auch etwas ausführen, aber ich habe jetzt gerade mit dem Pförtner Franz geredet, wir arrangieren uns da ein bisschen, weil ich habe schon ein bisschen was mitgebracht gehabt, aber wir wollen euch nicht so lange auf die Folter spannen, das kann man hinten ja noch dran setzen. Aber einen will ich euch vorstellen. Otto. Otto deswegen, weil er ein Hahn ist. Wenn es eine Henne wäre, Anna. Warum? Otto und Anna kann man nicht verschandeln, die klingen vorwärts und rückwärts gleich. Ja. Und Otto, auch deswegen, weil Otto ist normal. Und der Otto, wenn er normal ist, macht er das. Und das machen wir jeden Tag. Wir hören die gleichen Radiosender, lesen die gleichen Zeitungen. Und sind mir leid der Wecker. Und der Otto ist so erzogen, dogmatisiert. Manchmal schläft er, das am Wochenende, und am Montag schalten sie ihn wieder ein. Jetzt, wenn du möchtest, dass der Otto sich verändert, dann musst du zum Beispiel, dann musst du das machen. Und das geht zum Beispiel über Steuererhöhung. Oder ein Rauchverbot. Oder eine Winterreifenpflicht bei 20 Grad im Schatten. Und wenn er ein braver Otto ist, dann hat er dafür drei Antworten. Ja, das ist halt einmal ja so. Zweite Antwort. Da kann man nichts machen. Dritte Antwort. Mei, uns geht's ja eh nur so gut. Kennen Sie solche welche, die solche Standardantworten haben? Und bei solchen Diskussions- und Gesprächspartnern macht's bitte eins. Also ich bin ja auch Energetiker und helfe die leider wegen beim Gesundwerden. Wenn jemand sowas sagt, oder vielleicht zwei oder alle drei Sätze, na siehst du, da kann man nichts machen, geht uns eh nur so gut. Dann stellst du dir vor, wie eine riesengroße goldene Konservendosen von oben so über ihrem drüber fällt und dieser ganze Schwachsinn bei ihm bleibt. Versuche nicht, deine Energie dafür aufzuwenden, ihn von irgendetwas zu überzeugen, was ja nicht so ist, sondern spotter deine Kraft dafür, mit Gleichgesinnten dich auszutauschen und zu finden. Am allerschlimmsten sind meistens die eigenen Eltern oder Familienmitglieder. Ja, die sind bilateral. Früher hat man gesagt, Deserteure. Die haben mir gesagt, lass das, das wird eh nichts. Au, hör bloß auf, nein. Wenn das so war, dann taten es die anderen auch. Bis du es da hast, dann sagst du, ja, das habe ich auch immer gewusst, gell? Ha, jawohl. Und es ist ziemlich turbulent momentan gerade, weil es bilden sich gerade zwei Lager. Ein Lager wird immer größer, das sieht man da, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich. Dass immer mehr Menschen aus diesem auftauchen und sagen, ja, ich, natürlich, ich gackert schon gern mit, aber ich weiß, wo da hinten im Hähnerstall ein Loch ist, und wenn es keiner sieht, gehe ich da raus, ich mit meinen Hähnern spazieren. Und auf der anderen Seite tauchen immer mehr Menschen auf, scheinbar in Systemen, die so herzlos sind, die plötzlich ein Herz zorn und einen Herzensverstand. Und ich habe jetzt einfach, ohne das jetzt lang ausweiten zu wollen, das Ganze zusammengefasst mit einem sehr passenden Lied, das diesmal nicht von mir ist, aber von einem Liedermacher-Kollegen aus Norddeutschland, der heißt Stefan Stoppock. Man kennt ihn kaum, aber er ist wirklich gut. Und ich mache damit ein kleines bisschen Werbung für den 13. Dezember. Das ist der Samstag vor der nächsten Montagsinfo. Da bin ich nämlich bei Gerhard Schneider bei der Kamelita. Sie wissen schon, das ist ein richtig Glück. Und mache dort Konzert. Einmal nur Musik und wenig reden. Ansonsten rede ich über so viel wegen Musik. Und beim Bäckerhäusl, schreibt einfach www.bäckerhäusl.com oder irgendwie so.
Der Gerhard gibt nächste, übernächste Woche dort auch ein Debüt in der Klassik und ich singe euch jetzt ein Liedl, das im Endeffekt die Lösung für unsere Probleme sein kann, wenn wir es an uns selber vollziehen. Sprache, der andere Stil, die andere Meinung, das andere Gefühl. Die endlose Wüste, das ewige Eis, das Streben nach mehr um jeden Preis. Alles hat mindestens zwei Seiten auf einen Erfolg und meistens hunderte Pleiten. Du machst auf cool und suchst nach Wärme. Du bist nah dran, doch du schaust in die Ferne. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Aufgaben lösen oder nicht, keine Frage der Cleverness, eher der Sicht. Hält die Welt dich gefangen oder gibt sie dir Halt? Interessiert dich dein Nachbar oder lässt er dich kalt? Wie das meiste, was dir täglich am Bildschirm erscheint und du dir es reinziehst, weil irgendwer meint, dass man dieses oder jenes jetzt cool finden muss und du dir das gibst bis zum Schluss. Und dann sitzt du völlig gelähmt wie ein Tiger im Zirkus, völlig gezähmt. Erzähl was von dir, was dich wirklich berührt und dem, der dir zuhört, nicht die Kehle durchschnürt. Denn wenn du um dich herum alles erfriert, bekommst du auch keine Luft mehr. Die Angst vor der Blöße, die Angst vor dem Tod reicht für ein Leben als verklemmter Idiot. Dankeschön. Einfach schiert uns Herz, Sander. Wenn man Hirn und Herz vereint, dann. Da-dum, da-dum, da-dum. Wird daraus ein Hirz. Hirn und Herz